hier ist Ronja und die Easy und... Okay, jetzt nur noch ich. Müssen aus dieser Kindertagesstätte ausbrechen. Ja, weil hier Flaschen sind. Weil nein, Flaschen... nein, nein! Bist du schon wieder in die... Nein. Was soll das überhaupt sein? Ist das... Rotze. Babysabber. Babysabber. Keine Ahnung. Lecker. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier rausbrechen. Oh, wir sind hier rausgebrochen. Voll gut. In die Richtung? In die Richtung. Stimmt, wir sind schon aus dem Babybett raus. Stage 2. Wir sind ja so talentiert. Was war eigentlich das Dümmste, was du so als Baby gemacht hast? Weißt du das noch? Als Baby weiß ich es nicht. Ich weiß nur, meine Mutter erzählt gerne, wie ich als Kleinkind sind wir mal nach Kanada gefahren. Hm? Und da habe ich gedacht, die wollen meinen Rucksack klauen, weil die den halt so scannen wollten. Und dann habe ich den nicht hergegeben und war so, nein, die nehmen nicht meinen Rucksack. So, auf gar keinen Fall. Und habe voll den Aufstand gemacht, weil ich gedacht habe, sie klauen. Ich hatte so ein, halt so einen Tierrucksack, weißt du, mit so... Ja. Ich weiß nicht, was das war, aber ich glaube, ein Waschbär oder sowas. Ja, da habe ich gedacht, nee, die klauen ihn. Nee, ich kenne die nicht. Ich traue denen nicht. Finde ich eigentlich völlig legitim. Fand ich auch. Mhm. Was ist bei dir? Hast du Terror-Kind-Erfahrung oder warst du lieb? Nein, aber ich kenne tatsächlich... Warte, wo müssen wir jetzt hin? Über die Flaschen? Über die Flaschen. Jetzt sind wir auf Gott. Die Flaschen drauf. Ja. Ich kenne tatsächlich so eine ähnliche Flughafengeschichte. Da hatte so ein kleines Kind mal so eine Spielzeugpistole mit dabei. Oh, okay. Keine gute Idee, sondern wenn sie echt aussieht. Lieber nicht. Und das ist aber auch riskant, wenn du deinem Kind das da einfach mitgibst. Total. Das eigentlich. Muss man doch wissen. Weil hier ist ein Sackgasse, gell? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Mayday, Mayday. Hilfe. Okay, warte mal, hier hinten? Ich sag dir, es geht hier lang. Okay, nee, hier ist ein Kreisel. Doch, doch, ich bin da! Was? Oh, ich bin gestorben, da ist ein Laserstrahl auf dem Boden. Ah! Okay, Oh ja, hier ist der Laserstrahl. Ha! Da musst du drüber. Hat es geklappt. Ich bin nicht einfach tot umgefallen. Das ist echt schwer, wenn man an der Decke anstößt. Richtig nah ran, ja, ja. Und? Okay. Yes! Richtig gut. Viel zu stressig hier. Ich sag dir jetzt hier das Ende. Oh nein! Oh, drei von dir! Wir wollen uns doch. Okay, eins. Jump, yeah! Zwei und jetzt drei. Ha! Sau gut. Nice, sehr gut. Hier ist der Marker. Stage 6. Was? Das Baby attackiert uns. Schnell, renn! Alles klar. Ich dachte, wir sind die Babys und brechen aus der Kindertagesstätte aus. Aber nein, scheinbar gibt es noch ein anderes Baby, was hier... Oh, das ist aber ein sehr großes Baby, was du da siehst. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Was ist mit dem los? Ja. Will gefüttert werden. Das hat immer seinen Spinat gegessen. Das ist schön groß geworden. Ah. Oder funktioniert das nicht so? Ich habe auch viel Spinat gegessen und ich bin nicht so groß geworden. Wir müssen rüber. Okay, kriege ich hin. Nee, ich habe vor kurzem gesehen, dass ich größer bin als meine Mutter, mit Schuhen jedenfalls. Ah, okay. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich bin jetzt 1,71 groß und nicht mehr 1,70. Also die Hoffnung ist nie verloren. Du kannst einfach irgendwann entscheiden, du bist größer. Noch. Also ja, ich bin gewachsen. Ich habe meinen Freunden schon die frohe Kundschaft verbreitet. So. Ja, aber damals, als ich noch 1,70 groß war, habe ich mir gedacht, ich werde den Tag nie sehen, an dem ich mal, ne? Damals, genau. Damals. Also 1,70 groß. Ist ja, schon so lange her, ich erinnere mich fast gar nicht mehr. Jetzt ist mir das klar. Okay. Ey, da kann man gut drüber sprechen. Übertrieben krass. Du musst hier jetzt aufpassen, dass du das Baby nicht aufwächst, was genau. Oh, stimmt. Warum ist das. Ich kann auf die Bücher rauf. Siehst du mich? Ich bin hier gerade. Oh ja, ich sehe dich. Ja, ja. Oh nein, ich bin auf das. Au. Ich bin durch das Baby durchgehüpft. Warum das denn? Hat es dich vielleicht gefressen? Vielleicht hat es mich gefressen. Im Schlaf. Au, ich bin schon wieder gefallen. Ich bin ein Trottel. Das läuft nicht so gut. Am Anfang war das noch so einfach. Ich glaube an dich. Okay, gut. Jetzt. Den Film habe ich tatsächlich gerade erst vor irgendwie 2 Tagen oder sowas gesehen. Ich habe vorher nie Indiana Jones geguckt. Echt? Wie ist der? Ich habe den auch nie gesehen. Wie ist der? Alt. So, es gibt halt keine Special Effects. Der ist halt 40 Jahre alt, der Film. So, das merkst du schon. Oh mein Gott, der ist ja älter als du, Ronja, fast. Also. Ja, ich bin. Ja, das wissen wenige nur. Ich bin eigentlich 42. Aber. Dann bist du immer noch jünger als ich mit meinen 86. Neulich wirklich jemand geschrieben. Ist Easy wirklich so alt? Ja, ich weiß.
Und dann hat einer geschrieben, nee, also glaube ich jedenfalls nicht, aber wer weiß. So. Wer weiß es schon. Wer weiß es schon, eigentlich ist sie 87, sie tut nur so, als wäre sie schon jünger. Oh, warte. Ja, man muss sich ja schon, ne, also. Hast dich gut gehalten. Ja. Was, wir wurden gegessen? Ja, das Baby hat uns gegessen, du kennst es doch. Na toll. Und hier liegt direkt erstmal Darm rum. Okay. Das ist üblich halt. Also, ja, klar, natürlich. Ja, in meinem Alter, da liegt halt überall viel Darm rum und viele Zähne und du kannst schon mal drüber stolpern. Nee, das kann schon mal passieren, so. Muss man halt aufpassen, dass man da auch nicht ausrutscht. Was soll das hier sein, eigentlich? Wo ich gerade die ganze Zeit dran sterbe? Ich weiß es nicht. Woran stirbst du denn? Ich glaube, ich sag jetzt, das sind Stimmbänder. Ich glaube, du meinst Knochen, oder? Sind das Knochen? Hä, warte, also das Weiße so oder was? So weiß und rot sind die. Ach so, keine Ahnung, was es ist. Das sind im Zweifelsfall Gewebe, ja. Ich warte auf dich. Okay. Ich habe mich versteckt, du musst mich finden. Wir machen eine Einheit and Seek, okay? Alles klar. Du bist, warte mal. Ja? Ja, wo bin ich? Ich bin in deinem Raum. Du bist in meinem Raum. Du bist irgendwo hinter dem Hamburger, sage ich. Hinter dem Hamburger? Ja. Vielleicht bin ich ja das Ham im Burger. Vielleicht bist du das Ham im Burger. Bist du das? Come on, ihr das noch 10 Sekunden. 10! Okay, 9. 8. In der Flasche. 7. Nein, du bist 6, weg. Du bist 5, gar nicht hier. 4. 3. Du 2, bist im Sandwich. 1. Oh, nicht gefunden. Du bist nicht im Sandwich. Nein, du bist oben. Guck nach hinten. Hallo? Ich gucke. Was? Hier bin ich doch! Oh mein Gott! Hinter dem Knochen! Na toll! Hey. Jetzt darfst du dich verstecken im nächsten Raum, okay? Beim Würstchen? Weiß ich nicht. Versteck dich einfach irgendwo in den nächsten drei Räumen oder so. Das geht nicht so einfach. Da schlittert man. Ach, das Ding kommt jetzt. Der ist, Darm halt. Ja. Da ist der Darm. Okay. Da gut. Ist gefährlich. Ah! Da schlittert man nicht mehr, oder wie? Oh Gott, das ist nicht so einfach. Hä? Das ist unmöglich. Ja, ich weiß, es ist so schwer. Das ist. Ich hab's geschafft. Absolut. Was? Was sind denn die Tricks von jemandem, der es geschafft hat auch? Früh genug springen ist der Trick eigentlich. Früh genug springen und. Nicht zu spät. Früh genug. Du springst weit genug, aber du musst halt früh genug springen. Okay, ich finde diese Kurve echt schwer. Ich weiß gar nicht, wie die. Also da bleibe ich immer. Ja, da musst du Glück haben. Okay, alles klar. Einfach nur Glück haben. Oh, ich hab's geschafft! Das war der Zuspruch, okay, der mir gefehlt hat. Du musst mich suchen. Oh, okay. Du bist hinter der Flasche, sage ich. Oder? Du bist nicht hinter der Flasche. Okay, du bist hinter den Bauplätzchen. Alles klar. Ah! Wieso? Wo bist du? Ich wollte da jetzt rüberlaufen, aber das ist einfach kaputt gegangen. Bist du, was? Warte, du bist in dem Level mit den Planken, gell? Ja, ich bin eigentlich genau in deiner Nähe, ja. Ich weiß nicht, wie du mich Du bist kannst. Auf den Bauklötzchen. Ich glaub's nicht. Hast du mich gefunden? Ich hab nach vorne geguckt die ganze Zeit. Ich hab nicht gedacht, dass du einfach da oben stehst. Die rechten zwei würde ich dir übrigens nicht... Ist es ganz rechts? Beim zweiten. Ganz rechts? Ganz rechts. Sicher? Ja. Ich habe alle anderen schon ausprobiert. Ach so, deswegen bist du die ganze Zeit gestorben. Deswegen bin ich gestorben, weil ich die falsche Planke gewählt habe. Gern geschehen übrigens. 17! Yay! Du wolltest dich wieder verstecken, hä? Ja, wollte ich, aber du warst zu schnell. Ah, Moment! Nein, man kann nicht an der Seite vorbei, ich dachte... Dann musst du hier so diagonal rüber hüpfen, dich manövrieren. Ja. Aber, also, ich will jetzt nicht hier alles kaputt machen, indem ich sage und dann trifft es nicht mehr ein, aber ich würde sagen, das ist eine der einfacheren Obbys. Also, bis jetzt... bin ich noch nirgendwo so hängen geblieben, dass es gar nicht weiterging. Und wir haben es fast geschafft. Ja. Ja. Wir sind entkommen. Yeah. Krass. Und das in nur 9 Minuten 57 Sekunden. Echt? Haben wir einen Rekord aufgestellt? Wahrscheinlich. Oh, hallo, cool. Guinness Buch der Rekorde? Hallo, Ronja am Telefon? Gerne, ja, klar. Sie können uns eintragen. Warte, ich will wissen, was das hier ist. Ich muss da hingehen. Du musst da hingehen. Ich habe irgendwas bekommen. Warte, ich kann siegen. Warte, wenn man auf den lila Basic Vein. Was ist das? Weiß ich nicht, man kriegt irgendwas. Du kannst da. Du kannst dich da so hochbauen. Das ist Glas unter deinem Fuß. Witzig. Und man ist voll schnell, wenn man da drauf läuft. Oh ja, stimmt. Ja, cool. Oh Gott. Ah! Krass. Ja, cool.
Dann würde ich sagen, was ist für diese Folge? Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die Obby auch spielen wollt, dann ist die bestimmt irgendwie, steht die im Titel oder in den Hashtags, weil immer Leute fragen, wie heißt denn das Spiel, was ihr gerade spielt? Es steht eigentlich immer in den Hashtags bei mir. Ich weiß gar nicht, wo die Frage herkommt. Aber gut, sonst schreibe ich es nochmal in die Kommentare oder so. Dann schreibe es nie ein. Gut, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und guckt bei Easy vorbei. Hasta la pasta!